Hallo und herzlich willkommen zurück bei Discworld. Ich bin aus dem Urlaub zurück und wie ihr hört, bin ich nicht immer noch, sondern schon wieder leicht erkältet. Bin auch schockiert davon, aber als ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, muss ich mich offensichtlich gleich wieder mal verkühlt haben. So. Ich bin jetzt hier am Überlegen, mich am Orientieren. Wir müssen, glaube ich, soweit ich mich recht erinnere, immer noch schauen, dass wir einen von diesen... Kultisten sind sie ja im Endeffekt, die den Drachen kontrollieren. Der Drache war irgendwo beim Stall. Ich weiß gerade nicht mehr, wo der ist. Auf jeden Fall müssen wir einen von denen ja erwischen, von diesen Kultisten, ne, wenn ich mich recht erinnere. Nicht ganz so einfach. Schauen wir uns mal um. Okay, hier. Der liegt noch platt rum. Ich laufe mal kurz die Stationen hier ein bisschen ab. Mit dem Schnapper haben wir auch irgendwie noch nichts gemacht, ne? Der steht auch noch irgendwie aus. Das mit der Amazone hier haben wir noch nicht hingekriegt. Was sagt denn das Inventar? Ich muss nochmal kurz ins Inventar gucken. Sorry, aber einfach jetzt nach dem Urlaub, ich muss mich kurz... Ach ja, wir waren auch schon draußen vor der Stadtmauer. Haben wir den Topf mit Wasser... Stärke, Mais, Schaumbad, Frosch, Laken, Pflaumen, Schraubenzieher, Bindfaden, Puppe, Stock, Mülltonne, Krug, Schmetterlingsnetz, Pumphose. Und ich habe irgendwas dabei? Nein, nur den Beutel. Meine Taschendiebfähigkeit. Hallo Schnapper, reden wir doch mal mit dir. Drachendetektor gefällig? Nö. Grüß dich. Wie bitte? Hast du vielleicht Interesse an einem Drachendetektor, Herr? Du bekommst ihn damit. Ein Drachendetektor? Wie funktioniert ganz... Kennen wir ja schon. Nun... Aber ich glaube, wir haben einfach auch im zweiten Akt noch nicht mit ihm geredet. Oh nein. Ach, der nette Straßenhändler. Treibe mich selbst in den Ruinschnapper. Zu Diensten, Herr. Hast du Interesse an einer drachensicheren Weste, Herr? Bietet sie garantiert Schutz? Bisher ist sie noch nicht vom Feuerodem meines Drachens zerstört worden, Herr. Das muss nicht viel bedeuten, oder? Ich meine, sie ist auch noch nie unter Lava verschwunden oder von Pinguinfüßen zertrampelt worden, oder? Na bitte, Herr! Garantien zum Preis von einer! Nein, danke. Wie wir es mit hübschen Windmühlen und Feuerrädern. Außerdem haben wir noch Anstecknadeln, Fähnchen und ein Drachenabschreckungsmittel. Nur ein Ankh-Morpork-Dollar die Flasche. Und damit noch nicht genug. Auch auf die Gefahr hin, mich selbst in den Ruin zu treiben? Ich gewähre eine Geld-Zurück-Garantie. Ich erstatte den gesamten Kaufpreis, wenn du doch von einem Drachen gefressen werden solltest. Natürlich gilt das nur für dich persönlich. Nein, heute nicht, danke. Und morgen ebenso wenig. Gut, also... Was ist das für ein Geruch? Es riecht wie schmorende Lendenschürze. Würstchen in Brötchen. Gesund und nahrhaft. Ich bin noch damit. Nein. Also sie hat sich offensichtlich Möchtest nichts du? Geändert. Du hast noch nicht. Ich wollte Zeit. Nun. Entschuldigung. Hier hat sich noch nicht wirklich was geändert, aber ich denke, wir sollten den Plan nochmal weiter verfolgen, den wir ja schon mal hatten, oder ich schon mal hatte, dass wir einfach mit allen nochmal reden jetzt im zweiten Akt, weil vielleicht hat sich ja noch irgendwas Derzeit geändert. Derzeit habe ich nicht den leisesten Wunsch, mit jener Person zu reden. Ja, okay, das nimmt uns Rincewind also ab. Haben wir beim Psychiatriker drin schon alles gemacht? Sei still und setz dich. Ja. Gut, mit dem Milchmädchen haben wir ja schon geredet, oder? Was? Wie? Nein, unmöglich. Er... Ich schätze ins... Wer bist du? Der Mensch. Schade. Wen möchte... Ihn. Seid meine Kinder. Gebt mir... Nun, glaub ich, man riet das machen. Kann ich mir denken. Nein. Warum fragst du... Du trägst doch ein... Du siehst wie ein Bleistift aus. Das ist... Oh, bestimmt ein... Okay, den Dialog kennen wir ja schon. Was hat es mit deinem... Zuletzt habe ich meine wahre Liebe in den... Es war ein Zeichen. Deshalb bin ich Blau. Mir... Tatsächlich? Ich habe auch das... Meine... Gut, und mit dem Troll haben wir mit dem schon nochmal geredet. Wie bitte? Die Augen, die Augen. Was ist geschehen? Es einfach zu viel wurde. Schlagen und nicht schlagen. In meinem Gehirn alles verkleistert. Ja. Nehmt sie weg, alle grün sind. Okay. Okay, mit dem können wir reden tatsächlich inzwischen. Entschuldigung, offenbar bin ich hier im falschen Gespräch. Wibbel. Darüber sollten wir besser nicht reden, oder? Ist sehr empfindlich, weißt du.
Wie stellst du es an, die Stimmen zu verändern? Sie zu verändern? Mene, mene, Teglopasin. Du hast es gerade wieder gemacht. Man nennt es Eimern. Hat's was mit Kanalisieren oder Ableiten zu tun? Nein, es ist wie mit dem Ableiten. Allerdings fließt dabei nichts weg. Es schwappt da drin umher und tröpfelt willkürlich fort. Die Winterabende vergehen bestimmt wie im Flug. Okay. Du bist nicht zufällig ein Irrer, oder? Oh, ich bitte dich. Dieser Vorwurf empört mich sehr und er schmerzt in meiner Seele. Was? Ich bin ein Opfer der Umstände, weiter nichts. Und er ist vollkommen ausgerastet. Sieh nur, die Jungen, die Dunklen und die Krabbeligen. Oh nein. Wir sind aufgebrochen, um den Zauberer zu besuchen. Den wundervollen Zauberer von Ankh-Morpork. Okay. Wer, ich? Flecken entfernt beim Desinfizieren. Macht Weißes weißer als weiß. Ich fürchte, darum kann ich mich jetzt nicht kümmern. Jahrtausend Hand und Krevetten. Entschuldige bitte, ich glaube, ich werde woanders gebraucht. Oh, lass mich raten. Du bist ja ein Patient, nicht wahr? Oh nein, ich nur hier, um zu sorgen für richtige Atmosphäre. Hier, tschuck, tschuck, tschuck. Dunkel waren sie und golden ihre Augen. Die Glocken, die Glocken. Ah, prächtig. Nur weiter so. Naja. Das scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein, dieses törichte Gespräch zu beenden. Viel Information kam dabei ja nicht rüber. Können wir da guten nochmal reden oder so? Sei still und setz... Nein. Wieder das alte Problem mit den Türen. Okay, aber das war jetzt zwar ein neues Gespräch, aber es ist wirklich viel Information kam dabei nicht rüber, ne? Gut, also ich bin immer noch der Meinung, wir müssen hier am Versteck... Schauen wir uns das nochmal an. Also da müssen wir ja nachts her vermutlich, das haben wir schon gedreht, das Abflussrohr. Und wir müssen hier drüber dann vermutlich die... Dings hören, die... das geheime Passwort. Aber vielleicht brauche ich auch noch was für das andere Ende von dem Rohr, um mir das anzuhören. Mal schauen. Ich glaube, im Palast waren wir auch wieder schon länger nicht mehr. Also im zweiten Akt glaube ich noch nicht. Kann ich da inzwischen einfach reingehen? Nee. Hau ab! Wenn du hier aufkreuzt, gibt's immer Probleme. Ja. Wer? Ich? Wie war das? Ging es mit dem? Wenn ihr mir eine Frage gestattet. Verschwinde! Okay. Hört mal, gibt es etwas, womit ihr euch jetzt lieber beschäftigen möchtet? Nun, wenn's nach mir ginge, ich würde nach Hause gehen und mich um die Blumen kümmern und so. Und ich könnte den Psychiatriker besuchen. Mhm. Was erwartest du von ihm? Keine Ahnung. Ich habe dem Hauptmann gesagt, dass ich meine Frau für schön halte. Und daraufhin schickte er mich zum Psychiatriker. Also, das hier läuft jetzt auf jeden Fall anders ab. Gruß euch! Ich bin der mächtige Zauberer Rincewind. Ein Zauberer bist du? Ein wahrer Zauberer? Ja. Das solltest du besser nicht vergessen. Und wenn schon, das beeindruckt mich kaum. Ich lasse dich nicht passieren. Also, das funktioniert nicht mehr. Hört mal, gibt es etwas, womit ihr euch jetzt lieber beschäftigt? Nun, wenn's mir was erwartet. Wer von euch hat die hässliche Frau? Darauf fallen wir nicht noch... Unsere Freude... Tatsächlich? Nun, bis zu einem gewissen Maß. Lasst ihr mich passieren. Nein! Ja, also, hier kommt man mit der Masche nun, nicht mehr rein. Jetzt weiter, nicht wahr? Bis dann. Das finde ich ja schon mal interessant. Der ist abgestürzt. Okay, also hier kommen wir nicht mehr rein. Müssen wir gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Im Passierschein hier haben wir ja schon. Haben wir in der Trommel alles gemacht? Hallo, Detrius. Ich grüße dich. Hallo. Bist du ein. Beginnt mit dem U. Ein Unruhestifter? Nein. Warum fragst du? Oh, ich mich langweilen.
Dass der Nachteil ist dabei, Rausschmeißer zu sein. Manchmal man warten muss mehrere Minuten, bis sich Gelegenheit zu einem guten Kampf ergibt. Es ist zu ruhig hier. Wenn hier nichts zu tun, mir wird so langweilig, dass ich manchmal haue auf eigenen Kopf, um zu vertreiben ein wenig die Zeit. Ich meine, wenn nicht jemand Prügel herausfordert, kann nur warten ich. Wirst du dafür bezahlt? Ja, ja. Man mich bezahlt dafür, Leute zu, beginnt mit dem H, zu hauen. Schlägst du einfach wahllos zu? Oh, ich nicht benutzen kompliziertes Zeug wie wahllos. Ich gebe eins über die Rübe den Leuten, die in der Taverne machen Stunk. Klingt nicht schlecht. Bekomme eine Zulage wegen Abnutzung der Knöchel. Aber das mit der Langeweile schlimm ist. Glaube manchmal zu hören, dass die Leute geschlagen werden wollen. Vielleicht ich meinen Job ändern und haue alle, die vorbeikommen. Oder du das hältst für übertrieben? Ich glaube, das Nein. solltest du besser lassen. Entschuldige bitte, ich verstanden habe, du sollst ihm was verpassen. Muss sein von den Verwechslungsdingern. Ist dein Kopf heil? Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Hab doch nicht zu fest gehauen, oder? Oh ja, danke Mutter. Ich bin soweit in Ordnung. Es ist nur eine kleine Beule. Zum Glück war er nicht zu hart, der Schlag. Oh, entschuldige. Bitte entschuldige. Er ist der Instinkt. Geht immer wieder mit mir durch. Du ein wenig angeschlagen aussiehst. Wie fühlst du dich? Nicht besonders gut. Ich sollte mich besser hinlegen. Oh, meine Güte, wie sehr ich mich schäme. Ich verstanden habe, hinlangen. Ja, entschuldige bitte. Ich glaube, jemand ruft mich. Okay, ja, so viel dazu. Gut, hier unten, die Prügelei haben wir ja schon ausgelöst heute Nacht. Frage ist, ob der mich jetzt vielleicht wiedererkennt. Ich habe genug. Bin gerade zusammengeschlagen worden. Und zwar ohne irgendeine Erklärung. Völlig ohne Erklärung. Ich schreie, wenn du noch näher kommst. Okay, mit dem hier haben wir auch schon, sind wir auch schon durch. Bei dem weiß ich gerade nicht, was. Also da sind die Gesprächsoptionen ja dieselben. Können wir mal mit dem Barkeeper reden? Dann gib uns Cinnamons lakonischen Milzberuhiger. Hat man da nicht schon einen? Sind noch die Getränke? Das funktioniert nicht. Was funktioniert nicht? Reannueller Wein. Oh. Des alten Onkel Benjamin Fleckenentferner. Der alte Onkel Benjamin, wie? Und hier? Vom alten Onkel. Alles vom alten Onkel. Hätte es irgendeinen Sinn, um ein Glas davon zu bitten? Ich denke schon, Herr. Na schön. Ich möchte ein Glas reannuellen Wein. Warte, Herr, ich sehe nach. Also man muss hier wirklich... Nun, wollte nur ein wenig die Spannung erhöhen. Trink vorsichtig, das Zeug hat's in sich. Die Flasche stand noch hinten im Regal, obwohl er sie genommen hat. Tatsächlich? Ich spüre gar nichts. Ja, erst es morgen. Es ist reannueller Wein. Stammt von Reben, die in der Zeit rückwärts wachsen. Der Wein wirkt sich aus, bevor man ihn trinkt. Gestern Abend musst du ganz schön knülle gewesen sein. Komisch. Stimmt. Ich erinnere mich gar nicht daran, was gestern Abend geschehen ist. So schlimm war es, wie?
Hallo, Reanueller Wein wird aus den gleichnamigen Beeren, Reanuellen, hergestellt, die nur in sehr dichten Magiefeldern wachsen. Normale Pflanzen wachsen, nachdem man den Samen gepflanzt hat. Bei reanuellen Pflanzen ist es genau andersrum. Auch wenn reanueller Wein die gleichen Nebenwirkungen wie normaler Wein hat, so hat man den Kater bereits hinter sich. Daher sagt man auch, wie wär's mit einem Haar von dem Hund, der dich beißen wird? Okay. Ja, aber wir wissen jetzt also, warum Rincewind im Park auf der Bank schläft, ne? So. Kommen wir hier. Krug. Ja, okay. Krug haben wir ja schon. Diverse. Ein Krug in der Größe eines bromeldianischen Blasensprengers. Ich habe mir gedacht, das heißt Rasensprenger. Und dann noch ein Glas. Also muss in dem Spiel wirklich alles anklicken, alles durchgehen. Auch ja, jetzt kann man die Flasche auch gar nicht mehr angucken. Und noch Streichhölzer. Davon habe ich bereits ein Exemplar. Ja. So, jetzt haben wir ein Glas. Was können wir mit dem Glas machen? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ein neues Glas. Wir haben ein ganzes Inventar voll Tausenden von Sachen, die alle irgendwie, naja, deren Sinn sich mir noch nicht erschlossen hat. Gut, Palast kommen wir nicht rein. Wir waren im Akt 2, glaube ich, in der Universität, auch noch nicht überall. Gehen wir rein. Ich habe, glaube ich, zum Beispiel noch nicht wieder mit dem Erzkanzler gesprochen. Ne, wir haben ja den Drachendetektor geklaut. Und seitdem waren wir da nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob er da jetzt reingeht. Ich kann mir vorstellen, dass er gar nicht reingeht. Das ist der Speiseraum, da waren wir schon. Ne? Den Gong und so haben wir ja schon geschlagen. Im Akt 2. Oh, er geht rein. Oh, ist aber niemand zu Hause. Schreibtisch. Das funktioniert nicht. Ah! Auf einem solchen Schreibtisch kann man wichtige Fragen gut hin und her schieben. Ja.